Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 2, das Remake mit Claire Redfield. Jaha. Okay. Wir haben uns zuletzt in der Kanalisation ein wenig herumgetrieben, kann man es schon nennen. Haben hier und da ein paar Türen geöffnet, uns mal wieder um ein paar tolle Zombies gekümmert. Und stehen jetzt mal wieder da. Mit ganz bezauberndem Equipment und sind wieder quasi in der Polizeistation und dürfen uns jetzt hier wieder ein bisschen austoben, sage ich jetzt mal. Und zwar haben wir jetzt vor, mal wieder auf Schatzsuche zu gehen. Ich bin sehr gespannt, ob es hier auch die gleichen Bilder quasi sind wie bei Leon. Entschuldigung, dass ich gerade abgelenkt bin. Ich gucke mir die ganze Zeit hier jetzt gerade das Inventar an und überlege, was ich machen kann. Großkalibrige Pistolen für die Quick Draw. Okay, wir haben ja... Ach komm, dann nehmen wir die halt auch nochmal mit. Für die Quick Draw. Wo ist sie denn? Hier. Machen wir nochmal einen auf billig Revolverheld, der wir nicht sind. Ich will jetzt wieder nicht zu viel mitnehmen, ne? Das ist dann wieder doof. So, das müsste doch passen, ne? Mit dieser Spezialmunition. Ich will die Spezialmunition halt auch nicht verballern. Das ist so ein bisschen... Ah. Wir haben jetzt noch... Weil ich habe, wie gesagt, die Befürchtung oder die Hoffnung, dass später gegen den Tyrant dann am Ende, im Endfight, dass wir mit der mit den Säuregranaten richtig loslegen können. Und dass wir da halt ordentlich Schaden machen. Aber dazu müssen wir natürlich ein bisschen uns das Pulver sparen. Marvin! Marvin, hört doch mal auf, immer so auszuticken. Aber wisst ihr, wie schön dieses Gefühl eigentlich ist, dass ich jetzt denke, ich hab Mr. X nicht mehr an der Backe? Fühl mich gerade eigentlich echt gut. Hier. Also irgendwie finde ich es gut. Haben wir denn hier noch irgendwelche ganz akuten Fälle, die wir behandeln müssen? Wo ist denn der Licker? Ach so, okay, er ist dahin. Alles klar, Licker. Ha 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 ha. La 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 la. Und Zombie! Nein, der. Was hat der hier gemacht? Da war wohl jemand zu ruppig. Habe ich den in den nicht auch ein Messer versenkt gehabt? Ragdoll die Bitch weg? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Ich erinnere mich immer nur so schwer. Ihr wisst ja. Ah ja. Man sieht eindeutig, dass ich Spuren hinterlassen habe in diesem Haus. Ich kann mir auch nicht erklären, wie das zustande kommt. So. Dann gehen wir hier mal ganz fix entwickeln. Mit Licht an, wie sich das gehört für richtige Filmprofis. Okay, und es sind die gleichen Verstecke. Okay. Das eine ist in diesem Presseraum hier, so ein kleiner Tisch. Und das andere ist Weskers Schreibtisch. Und wir gucken mal, ob wir mit Claire jetzt diesen Gegenstand kriegen können. Wieso gehe ich immer an die Kiste? Das ist irgendwie schon so ein Automatismus, ne? Okay, haben wir hier noch irgendwo ein... Ich guck gerade, ob wir noch irgendwo ein Tresor oder irgendwas haben, was wir halt echt noch nicht geöffnet haben. Aber so wie es aussieht, ist hier nichts, was wir noch nicht geöffnet haben. Hier sind nur ein paar Sachen, die wir noch nicht eingesammelt haben. Also hauptsächlich diese Bretter. Bei denen ich es bestimmt wieder bereuen werde, dass ich es nicht gemacht habe. Aber wir sind schon auf der richtigen Seite für das Stars-Büro auf jeden Fall. Wir müssen hier einfach nur rausgehen, die Treppe wieder hoch und dann hinten den Gang rum und alles ist schick. Ist da der Standard-Scheiß halt. Licker ist da hinten und fühlt sich wohl. So soll's sein. Auch unsere Licker sollen sich hier wohlfühlen. Wir sind ja keine Unmenschen. Das ist ganz normales Licker-Geräusch gerade gewesen, oder? Oder seit wann machen die so eine Geräusche? Es kommt kein Mr. X. Es sei denn, der hat diese Regenerationsfähigkeit und kann sich da mal ganz fix quasi selber regenerieren. Da ist ein Film drin oder irgendwas, ne?
Guck mal, da liegt ein Gegenstand in dem Teil. Das ist ein Film. Nee, wir können es... Ach, das ist ja doof. Haben wir eine Granate? Wir werfen einfach mal eine Granate. Haben wir jetzt noch ein erweitertes Magazin für die? Hatten wir für die nicht schon eins? Ach, es ist ein Film. Oh, das ist ja... Das ist ja ärgerlich. Wie kriegen wir das denn raus, das Teil? Kann man das irgendwie... Revolverheld! Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schieße es viel mehr rein. Kann das sein? Das klappt nicht, ne? Wie kriegt man das hin? Komm schon. Ich habe den Film jetzt zwar schon 5-mal zerschossen, ne? Wenn das jetzt echt wäre, aber... Ha, was tut man nicht alles? Oh komm, ich will den Film haben. Gib mir den Film. Kann man das irgendwie mit einem Kamerawinkel irgendwie so ein bisschen... Claire, jetzt pack dich doch mal in den Schrank rein. Ah! Sagt mir Stars, was soll ich tun? Oh, ein Einsatzbild. Sie sind so süß. Ich nehme mal an, auf dem Film ist bestimmt ein Bild von den Stars drauf. Oder irgendwas Geheimes, was Wesker halt hier versteckt hält in seinem tollen Schreibtisch. Habe ich ein Messer? Ich habe ein Messer. Vielleicht kann man hier irgendwie mit dem Messer das Ganze so ein bisschen raus... Bewegt es sich? Seht ihr was? Ah. Übrigens, wenn sich irgendwer fragt, was ich hier mache, so macht man das, wenn man Schätze sucht, ja? Das professionelle Schatzsuchverhalten. Ach, so eine Scheiße. Ich will das haben. Was von hier vielleicht rausdrücken? Ach Mann. Weiß irgendjemand von euch, wie man hier rankommt? Nee, es bewegt sich halt auch nicht. Und ich habe jetzt bestimmt schon 20 Kugeln verballert. Ich bin so super. Aber das Lustige ist, es wird halt auch nicht so angezeigt, dass da noch was ist, ne? Also es muss echt so ein versteckter Gegenstand sein. Und wenn ich den Raum noch mal kurz verlasse und wieder reinkomme, ist das Ding dann vielleicht neu gespeichert irgendwie oder so? Das ist auch doof, ne? Es liegt bestimmt noch genau da, wo es lag. Lustig wäre, wenn es jetzt weg wäre. Och, Menno. Na gut, ich komme nicht ran. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Aber so gesehen nicht zu ändern. Wupp. Wupp. Ist hier unten eigentlich noch was? Nee, schade. Aber in der Eingangshalle können wir noch irgendwo was einsammeln. Wahrscheinlich irgendwo noch ein Kraut oder irgend sowas, was ich übersehen habe. Ach nee, Munition. Ach Mensch. Ja, Madame hatte das nicht nötig. Die Munition hier noch einzusammeln. Das ist ja schön. Schön, dass wir das noch mitgenommen haben. Marvin, ich komme runter. So, du Dicker, du bleibst da mal stehen. Ich habe nämlich keinen Bock auf dich. So. Mensch, Marvin. Ja. Ach nee, es war hier, ne? Hier muss ich hin. So, aber hier sind Zombies. Nein. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Wir
seid so gemein. Ich gehe gleich nach unten, dann hole ich meine Knarre und dann könnt ihr mal was erleben. Hast du ein Messer von mir? Du hast ein Messer von mir, du Opfer! Gib mir das Messer! Oh nein! Jetzt hat er schon zwei! Der Dicke hat zwei Messer von mir! Gib mir meine Messer! Oh! Und er hat mein Bein! Jetzt bin ich tot. Dass man hier so viel Spaß mit den Untoten in der Eingangshalle haben kann. Mensch, Leute. Was haben wir alles verpasst im Leben? Och, das ist doch nicht möglich, ne? Das ist doch nicht wahr. Steht der Typ hier noch? Sicherlich, ne? Nö. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh Gott, nein, 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 nein. Von zwei Messer zu keinem Messer ist auch kein... Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh, bitte nicht. Okay, Leute, das ist unser Ende hier, würde ich mal sagen. Bui! Oh Gott. War doch hier, oder? Ach nein, das war nicht hier. Oh, oh, oh. Ah, hier ist noch ein Zettel, cool. Ereignisbericht, lese ich jetzt nicht. Haben wir bei Leon gemacht. Oh Gott. Ja, das lief doch total super. Oh Gott. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert gehabt? Oh Gott. Ah, das ist unfair. Der steht da vor der Tür. Das zählt nicht. Ich habe keine Heilung mehr, ne? Hm. Oder wir machen das nochmal kurz nochmal. Ich hatte mich jetzt geirrt in dem Büro. Ich muss doch zur linken Seite rüber. Hatte ich jetzt... Ich hatte hier unten gespeichert, ne? Bei der Schreibmaschine in der Eingangshalle unten. Hatte ich gespeichert auf jeden Fall. Oh, das ist so ärgerlich, dass ich jetzt hier... Machen wir es oder nicht? Ich habe jetzt sonst nichts weiter gemacht, ne? Ich habe oben in der Eingangshalle das noch die Munition eingesammelt. Sorry, Leute, ich cheate mal kurz. Das geht nicht. Also das war jetzt ein absoluter Todesfail des Todes. Ich cheate jetzt voll. Boah, die spielt voll unfair. Boah, die hat das jetzt voll zurückgespult. Boah. Wisst ihr, das ist das Gute in Spielen. Das ist der Unterschied zum normalen Leben. Wenn was schief geht, kann man in Spielen einfach einen alten Speicherstand laden. Und hat den Shit damit vom Hacken weg. So. Ich muss bloß ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen, das ist alles. So, wir nehmen den Revolver nochmal mit. Es tut mir leid, Leute. Dass das, sich wieder so gestaltet. Aber ich denke, ihr könnt es verstehen. Ich hoffe es zumindest. Okay, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen schneller vonstatten geht. Hi Marvin. Ja, ja. Hi, dicker anderer Zombie. Wir müssen ja zuallererst wieder zum Speicherraum. Ach, da hätte ich ja gleich unten lang gehen können. Das ist ja jetzt voll der Umweg, den ich hier gehe. Ich hätte unten lang gehen müssen. Durch das Polizeibüro. Ui.
Okay, jetzt bin ich zu vorschnell gewesen. Jetzt habe ich mich bemerkbar gemacht. Ach, meine Güte. Ich bin so eine Heldin. Irgendwie geht jetzt alles schief. Hä? Ach! Guck mal, jetzt sammle ich alle Messer mal wieder ein, die ich hier im Spiel verloren habe bisher. Schön, freut mich. Wir gehen auf Messersuche. Da gucke ich mich aber gleich mal ein bisschen um. Ne, die Muni hatte ich mitgenommen. Dann holen wir uns hier mal schnell die Munition, die hier liegt. Jawohl. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das etwas besonnener regeln können. Der hat auch noch ein Messer von mir. Das ist unglaublich. Marvin! Ach Gott, Marvin, ey. Ist nicht dein Ernst. Wehe! Na, pfui! Böser Marvin. Hallo, Polizist. Hat er gerade You gesagt? Jetzt hier ganz vorsichtig an die Licker vorbei. Lalalala. 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 Wir merken uns, Marvin hat mein Messer. Nice. So, erste Etappe geschafft. Film entwickeln lassen. Ich weiß nicht, ob die Gegenstände sonst quasi spawnen. Ich glaube eher nicht. So, jetzt gehen wir einfach nur eins hoch. Gehen zum Stars-Büro, gehen wieder in die Eingangshalle rüber in den anderen Gang. Erledigen das fix und dann sollte das eigentlich schick sein. Dann haben wir mal wieder einen ganzen Part mit lustigen Schatzsuche-Aktionen verbracht, aber nein, mein Gott. Vielleicht haben wir jetzt das Glück und es liegt alles etwas günstiger, sodass wir an den Film rankommen. Das kann ja sein. Wir wollen mal nicht zu pessimistisch an die Geschichte rangehen. Stimmt, ich habe ja bestimmt 5 Minuten hier geopfert. Jetzt untersuchen wir mal nochmal fix, machen das auf, stellen fest. Oh, noch ein erweitertes Magazin, wie schön. So. Jetzt gehen wir. Ne, wir gehen mal hier hinten lang. Das ist ganz gut, denke ich. Ah, wie hier überall das Blut von der Wände tropft. Das ist herrlich. So, dann hier rüber. Ach Quatsch, ich bin falsch gelaufen. Hier lang. Kleiner Orientierungsverlust. So, mal gucken. Wo sind denn die Konsorten? Kann man Marvin eigentlich mit diesem Spezialrevolver den Kopf wegschießen? Weil Marvin ist ja irgendwie der Einzige, bei dem wir das bisher nicht konnten, ne? Mal testen. Oh. Ich habe Marvin getötet. Und er gibt mir noch nicht mal mein Messer wieder. Dieser undankbare Krepel, aber er ist tot. Ich hab. Ich, ich. Ich. Ja. Ja, da haben wir mal den Marvin umgebracht, ne? Hat ihr zufällig noch wer mein Messer? Genau, dann ist das hier. Na? Ui, Nadelkartuschen? Oh Gott! Für was ist das? Cool. Was macht der denn da? Naja, wir wollen ihn mal nicht stören. Munition für das Elektroschockgewehr. Ah, die Starkstromkartuschen versetzen dem Gegner mehr als nur ein paar Nadelstiche. Cool. Okay. Letzter kleiner Check, würde ich sagen, bevor wir dann uns wieder in die Anderswelt begeben oder wie auch immer. Wir haben jetzt hier alles, oder? Wir müssen... Wir haben Marvin... Ja... Nochmal gesehen.
Und er uns auch für ein paar Minütchen. Ja, ja. In so großflächigen Bereichen hier geht das noch so ein bisschen mit dem Austänzeln, weil die doch ziemlich torkeln zum Teil. Aber sonst ist es nichts. Tatsächlich. Okay. Jo. Mit Trick 17 und allem, was wir sonst noch so aufbieten konnten, für die MQ. Ach, die MQ ist unser Dingensgewehr. Eigentlich müssen wir jetzt nur dann wieder zurück, mit dem Fahrstuhl wieder hoch, dann den Turmstecker nehmen und dann können wir jetzt endlich in den Safe-Raum gehen, ne? Und ich würde sagen, das machen wir noch alles und dann speichere ich und dann haben wir es auch für heute. Dann habt ihr es geschafft für heute. Kann ich euch ja fast schon beglückwünschen. Ach so, das ist eine Nachlademunition. Ach so, okay. Nee, dann packen wir das mal weg. Das brauchen wir dann jetzt nicht. Das brauchen wir. Und ich habe sofort volle Munition. Also ich habe sofort 26 Schuss mehr. Geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Nee, an sich sind wir ganz gut aufgestellt, denke ich. Es könnte wie immer schlimmer sein. Um das mal ganz optimistisch so auszudrücken. Hä? Habe ich da gerade einen Zombie gehört? Oder war das noch der Nachhall aus der Eingangshalle? Hat der Zombie jetzt den Fahrstuhl gerufen und kommt? Nee, ist kein Zombie, ne? Nee. Boah, ich dachte gerade. Haben sie wohl auf die Überwachungsvideos so geguckt und haben so gedacht, in dem Bereich, da ist ja gar kein Zombie. Zombie im Bereich untere Kanalisation. Zombie, bitte. Oder unterer Keller. Aber wir merken, dass wir mit Claire in dem wunderschönen Keller vom Polizeirevier gar nicht so viel zu schaffen hatten, weil wir logischerweise dort nicht wie Leon unsere Schlüsselkarte geholt haben, sondern wir haben unsere Schlüsselkarte ja von Irons bekommen. Also von dem kleinen Zwischenbüro dabei bei Irons. Okay, wie muss ich jetzt am günstigsten laufen, dass ich jetzt wieder... Ach, nach links und dann hoch. Okay, cool, danke. Geronimo! Wir lassen uns jetzt nicht mehr irritieren von irgendwelchen Dingen, die hier vielleicht passieren werden. Jawohl, jetzt hier hoch. So langsam kriege ich Orientierung in dem Spiel. Wer hätte das gedacht? Ist hier eine... Finde ich ja unrealistisch, also... Aber eins könnt ihr mir nicht vorwerfen. Ich teste hier jeden Bullshit mal aus. So, als nächstes müssen wir uns jetzt mit den klassischen tollen Rätselchen beschäftigen, die wir hier in dem tollen, tollen Safe-Raum haben. Habe ich die Videokassette gleich im Inventar? Nee, habe ich nicht. Die gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich überlege gerade, ob wir auch das Steckerrätsel jetzt noch machen wollen. Dann habe ich wenigstens noch was Gutes gemacht in diesem Part, anstatt zu spielen, zu failen, neu zu laden und dann nochmal alles besser zu machen. Bitte. Bitte aufhören. Bitte aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak. Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Oh ja.
wollte gerade sagen, wenigstens sind die Ratten... Gut, dass ich das gesehen habe. Wieso? Wieso ist das gut? Ja gut, Claire. Oder es war eine ironische Aussage ihrerseits. Das kann natürlich sein. So, hahaha. Okay. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ganz am Ende. Aber gegenüber dem Springer ganz am Ende. Und der Springer ist nicht da, wo er am Kasten ist. Das heißt, hier, wenn hier gezeigt wird Springer, dann darf der da eigentlich gar nicht hin. Also hier. Der Springer hier darf da eigentlich, ist gar nicht sein Platz. Ganz am Ende? Was stand da? Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer ganz am Ende. Okay. Wir haben ja welche, die sind hier gesetzt, weil die da sein müssen. Das heißt, wir haben den Bauern, der ist da auf jeden Fall gesetzt. Und den Rest müssen wir uns so zusammenklamüsern. Ich tippe ja fast mal, dass der König und die Dame... Stand gerade, die sind nebeneinander oder die sind nicht? Achso, der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Okay, dann ist bestimmt der König mit dem Läufer auf der Seite, zusammen hier mit dem Bauern. Und auf der Seite hier sind die anderen. Also das tippe ich jetzt mal. Ich überlege gerade echt, ob wir das jetzt noch machen wollen oder... Oder nicht, oder ja, oder nicht, oder ja. Das sind wieder diese ganz tollen Rätsel, die entweder, wenn man einen Lichtblick hat, ganz schnell gehen oder wenn man ein bisschen auf dem Schlauch steht... ziemlich lange dauern. Und da wir schon wieder 27 Minuten haben, überlege ich gerade. Aber das Problem ist, wenn man das offscreen macht oder wenn man sich offscreen schon mal was zurechtbereitet hier, weil wenn ich mir dazu eine Skizze mache oder so, dann fällt mir das immer leichter, wenn ich das ein bisschen visualisiere. Aber nicht, dass es dann heißt, oh, die hat das da offscreen nachgeguckt. Der Turm ist nicht neben dem Springer. Quatsch, ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht gegen, er ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Was ist denn, wenn die Dame hier ist? Dann ist die Dame... Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, 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 nee. Warte, der Turm ist nicht neben dem Springer, aber gegenüber der Dame. Der Turm ist neben dem Springer, aber... Also ich überlege gerade nur rauszufinden, welche drei auf die eine Seite müssen und welche zwei auf die andere, weil der Bauer fällt ja weg. Der ist gesetzt quasi. Das heißt, zwei Spielfiguren sind auf einer Seite und die anderen drei sind auf der anderen. Das heißt, der Springer und der Turm sind auf jeden Fall zusammen. Und der König müsste gegenüber sein. Ich glaube, der Turm, der Springer und die Dame sind auf einer Seite. Gegenüber dem Springer ganz am Ende. Warte mal, ganz am Ende. Packen wir den doch mal hier hin. Und dann packen wir... Der Turm ist neben dem Springer. Der König ist nicht neben der Dame, sondern aber gegenüber dem Springer. Ah nee, das passt ja nicht. Das passt ja nicht. Aber wenn der Springer nicht da ist, wo er sein soll, dann... Wenn der Springer jetzt hier wäre. Angenommen. Und der König wäre dem gegenüber. Springer ist doch das Pferd, ne? Ich habe immer so Angst, dass ich das mit Läufer verwechsel, aber nein, nein. Der Turm ist neben dem Springer. Dann ist der Turm theoretisch hier. Ich wollte gerade sagen, habe ich einen Turm mitgenommen, um Gottes Willen. So, Turm ist dann da. Ach nee, der Springer ist ja nicht... Wartet, ich krieg das hin. Warte. So, dann ist der Turm hier. Aber der König und die Königin sind ja nicht nebeneinander, heißt es. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ach nee, doch!
Der König, den habe ich ja da rein verfrachtet. Dann ist hier die Dame. Und dann ist hier der Läufer. Ernsthaft? Yay! Okay, Sherry. Bin auf dem Weg. Alles klar. Ach, schön. Ich freue mich gerade. Ach, Gott sei Dank. Ach, schön. Schön, schön, schön. Dann haben wir das. Oh Mann. Ah, ich freue mich. Das ist super. Okay, dann können wir hier einen Cut setzen. Dann beende ich hier den Part. Und dann werde ich mich hier nochmal ein bisschen ausrüsten. Noch ein paar Kräuter hier verbinden. Das kann ich offscreen machen. Und mir fehlt schon wieder die Erinnerung, was jetzt als nächstes kommt, ehrlich gesagt. Also langsam geht es ja wirklich auf das Ende zu. Aber die Variante mit Sherry kennen wir ja nicht. Ada war ja dann irgendwann wieder weg. Und wir fahren ins Labor ohne sie. Genau, die Seilbahn kommt als nächstes. Okay, nee, alles klar. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und es ist schon wieder dunkler geworden, ne? Oh, wir müssen irgendwie noch hier wieder hoch. Warte mal, wir müssen doch hier irgendwie an den Spind. Wie komme ich denn hier an den Spind wieder ran? Ah! Können wir hier hinten die Treppe hochgehen? Das machen wir jetzt nur in dem Part. Gespeichert habe ich noch nicht, ne? Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Ach Mist, ich hätte da vorhin... Das ist durch dieses Kanalisationsding hinten gewesen, oder? Ihr seid alle tot jetzt hier, ne? Mit tot meine ich jetzt aber auch so wirklich tot. Nicht nur so, wir tun nur so und liegen hier oben und chillen, sondern tot, tot. Ja, genau. Genau. Das nehmen wir noch kurz mit. Aber wie war das? ZFS oder so? Das dürfen wir ja nicht vergessen. Mensch, das hätte ich jetzt wirklich fast vergessen. Das kann man ja so nicht lassen. Wo muss ich jetzt hier nochmal hin? Ich bin immer so vorbereitet. Nee, ich muss hier lang. Die wackelt aber ordentlich mit dem Arsch hier im Wasser, ne? Unsere liebe Claire. Ist das hier richtig? Nee, hier ist falsch, oder? Ist hier richtig oder falsch? Nee, jetzt fahren wir wieder runter. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte in das andere. Ah, nee, doch. Hier ist richtig. Weil von hier bin ich irgendwie ja gekommen, ne? Oder? Ja, von hier bin ich im wahrsten Sinne des Wortes gekommen. Das ist ja super. Das da weiter? Nee, ne? Ah, doch. Und dann, wenn ich da hochgehe? Ich sehe hier nicht durch in diesem Scheiß. Haha. Ich wollte gerade sagen... Ey! Das ist unfair! Ich wollte gerade sagen, haha, festgebackt. Jawohl! Ein Erfolg! Ach. Wir haben immerhin die Seite getroffen, zu der wir wollten. Hat ja jetzt nur 5 Minuten Umweg gedauert. Moment mal, sind jetzt hier etwa noch die 100 Zombies drin? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Bitte nicht sterben, Claire. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. So, warte. Z...
Ne, Quatsch. S. Z. F. Was ist das? Gibt's doch nicht. Komm, ich will nur an den Scheiß-Spind. Danke. Und ich will gehen, bitte. Ja, ja, ja. Gehen, gehen. Danke, tschüss. Boah, das wäre fast noch schief gegangen. Aber wir haben die 100 Schuss noch mitgekriegt. Geil. Da freue ich mich. Wie viel haben wir denn jetzt? Hohen 50er Magazin. Geil. Okay, nee, alles klar. Dann beende ich hier den Part. Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.